Wir wollen uns einem wichtigen Thema widmen, der sozialen Inklusion in unserer Gesellschaft, also der Einbindung von Menschen mit Behinderungen in die allgemeine Gesellschaft. Wir haben jemanden gefunden, einen Ingenieur aus Böblingen, der hat eine sensationelle Idee entwickelt und die wollen wir euch jetzt vorstellen. Lieber Markus, wir haben gerade gesagt, es ist schwierig, doch Menschen mit Behinderung in den Motorsport einzubinden, aber du hattest eine fantastische Idee. Welche Idee hattest du? Wir hatten die Idee im Verein, dieses Kart zu entwickeln, diesen Kart-Anhänger, der spezielle Anforderungen erfüllen muss. Natürlich zum einen wegen der Sportart. Wir fahren ja hier im Kart-Slalom. Das heißt, dieses ganze Gespann bestehend aus Zugfahrzeug und Anhänger muss natürlich sehr gelenkig sein und sehr wendig, weil er sonst durch den Slalom-Parcours einfach nicht durchkommt, ohne Pylonen umzuschmeißen. Das ist eine. Und natürlich für behinderte Kinder konstruiert. Das heißt natürlich dann auch ebenfalls, dass da einfach gewisse Sicherheitsmerkmale vorhanden sein müssen, damit auch ein behindertes Kind, ein eingeschränktes, gehandicaptes Kind einfach auch die Chance hat, sicher mitzufahren. Fangen wir mal ganz vorne an. Wie kamt ihr auf die Idee? Der ursprüngliche Gedanke war im Prinzip der, dass wir gesagt haben, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Aber wir fahren ja mit unseren Kindern auf den Motorsport-Events und Veranstaltungen und Deutsche Meisterschaft und dergleichen mehr. Aber die Gemeinnützigkeit, die ist so ein bisschen verloren gegangen. Und mit diesem Projekt wollten wir eigentlich das Thema Gemeinnützigkeit unterstreichen. Das war im Prinzip der Gedanke davon, ja, und auch im Prinzip der Ursprung. Und dann haben wir gedacht, okay, also gemeinnützig, ja, wollen wir sein, wollen wir auch was machen, aber was könnte es denn sein? Und so kamen wir dann irgendwann nach ein paar Ideen auf die Umsetzung dieses Anhängers und dieses Gespanns. Was sind deine Erlebnisse gewesen mit diesem Anhänger? Ja, also die Kinder haben Spaß. Spätestens nach dem dritten Pylon, was sie passiert haben, kommen die Augen oder die Mundwinkel an den Ohren irgendwie raus und die haben einfach Spaß. Das ist mal das für die Kinder das Erlebnis, aber auch für uns Betreuer und Erwachsene, die das machen, diese Freude, die springt einfach über. Das ist einfach unfassbar. Kinder haben sehr viel Respekt, gerade behinderte Kinder, die noch nie einen Helm auf hatten, die mit dem Motorgeräusch nicht zurechtkamen, mit dem Anschnallen und so. Vielleicht auch ungewohnt für alle, aber wie gesagt, spätestens nach dem dritten Pylon sind wirklich auch die behinderten Kinder Feuer und Flamme und haben hier einfach einen Riesenspaß. Und auch dieser Funke, diese Begeisterung, diese ungefilterte Freude von den Kindern springt natürlich auch auf uns Betreuer über und auch auf den ganzen Verein. Also das hat im Prinzip den ganzen Verein beflügelt, dieses Projekt. Und da haben wir jetzt das gute Stück. Hier ist dieser Anhänger, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben. Lieber Markus, vielleicht kannst du uns mal die entscheidenden Sachen erläutern. Okay, also die entscheidenden Dinge sind dieser Schalensitz, der eine integrierte Kopfstütze hat, einfach aus Sicherheitsgründen. Dieser 4-Punkt-Anschnallgurt mit Hosenträger und Beckengurt im Prinzip. Und natürlich die komplette Verblendung und diese ganzen Bleche, die hier eingelassen sind, damit man einfach nirgendwo die Hände oder die Finger dazwischen bekommen kann. Das Lenkrad ist so fest installiert, es dreht sich nicht, damit einfach die Kinder auch, die das als ungewohnte Situation erfahren, die Möglichkeit haben, sich festzuhalten, ohne dass sich da irgendwie von selber irgendwas bewegt. Das schafft einfach Vertrauen und Sicherheit. Und der technische Leckerbissen ist im Prinzip die Allradlenkung. Und die würde ich vielleicht mal kurz vorführen. Die funktioniert folgendermaßen. Beim Lenken der Deichsel kann man alle vier Räder kann man sehen, wie die sich bewegen. Ja? Also ich mache das mal kurz vor. Quasi Vollausschlag nach rechts und die Hinterachse lenkt im Prinzip jetzt genau entgegengesetzt nach links. Und damit ist sichergestellt, dass das quasi das Ende des Kartanhängers, das Pylon, was dort steht in der Innenkurve, nicht umschmeißt, sondern genau mit dem Hintern quasi noch dran vorbeifährt. Und auf der anderen Seite genauso. Auch hier sieht man jetzt, dass genau gegenläufig ist. Und das ist eben die Herausforderung gewesen, das so zu konstruieren, dass die Pylone stehen bleiben im Kartslalom. Und natürlich auch das auszutüfteln war eine technische Herausforderung. Weil man sieht ja auch hier die Vorderachse und die Hinterachse, die lenken nicht gleich, sondern in einem unterschiedlichen Verhältnis. Ne? Und das rauszufinden war nicht so ganz trivial. Hat Spaß gemacht und wie gesagt, der Erfolg und der gibt uns recht, das Ding funktioniert. Ein ganz konkretes Beispiel durften wir hier vor Ort filmen. Lieber Hans, du hast den Manuel betroffen. Der Manuel hatte eine körperliche Behinderung und du hast ihn gerade in das Kart gesetzt, in euer Anhängerkart gesetzt. Erzähl mal dein Erlebnis. Mein Erlebnis war sehr positiv. Wir haben diesen Anhänger eigentlich gebaut für solche Kinder und wir haben über die Jahre hinzu dazugelernt, dass wir auch solche Kinder, wo querschnittsgelähmt sind und schwerst behindert sind, dass wir damit umgehen können. Und das können wir mittlerweile. Die ersten Zeit war immer noch ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, Abstand da. Man hat aber über die Jahre dazugelernt, auch mit solchen Dingen ganz einfach umzugehen. Und der Manuel hat sich riesig gefreut, wir haben das ja beobachtet. Traumhaft, oder? Ja, es ist ein ganz fantastisches Gefühl. Ich muss ehrlich sagen, mir standen die Tränen in den Augen. Das ist wirklich so. Der Manuel hat mich nachher umarmt und geküsst. Also es war für mich ein Erlebnis,
für den ganzen Tag heute, das Highlight. Eine einzigartige Idee hier auf dem Stand der DMSJ, der Anhänger, der Kart-Anhänger. Und wir sagen danke für die tolle Idee an den Rallye-Club Böblingen. Bis dahin.